Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. GFL Spieltagsrückblick, vorletzter dieser Saison. Mal gucken, ob es nächstes Jahr wiederkommt, nächste Saison wiederkommt. Wir sind hier mit dem Rückblick auf die beiden Halbfinalpartien. Natürlich gibt es am Ende auch einen ganz kleinen Ausblick auf den GFL Bowl in 2 Wochen in Essen. Bisschen weniger als 2 Wochen inzwischen, weil nicht mehr Wochenende ist. Aber primär reden wir natürlich über die beiden Halbfinalspiele. Also wenn ihr die gesehen habt, lasst mir auch sehr, sehr gerne wie immer eure Meinung in den Kommentaren da. Wie immer, Dankeschön an die GFL für die Unterstützung bei der Produktion dieser Videos. Wir fangen an mit dem einen Ticken früheren Halbfinale am Samstag, dem das 15 Uhr, glaube ich, angefangen hat, dem Spiel zwischen den Potsdam Royals, die New Yorker Lions aus Braunschweig empfangen haben. Klarer Favorit hier natürlich die Potsdam Royals, aber die haben in der Regular Season auch schon gegeneinander gespielt und da hat die Potsdam O-Line zumindest ein kleines bisschen gewackelt. Deswegen gab es da eventuell ein bisschen Hoffnung für Leute, die ein spannendes Spiel sehen wollten oder welche, die natürlich für die Lions waren. Das ist passiert. Seite, Dropback von Henderson, tiefer Ball. Tiefer Ball. Auf. Brennenvolumen und da ist der Touchdown. Spielt er dann fürs Passing, ja. So, wow. So Jalen Henderson behält den Ball und geht in die Endzone. Das ist der zweite Touchdown der Potsdamer heute. Unglaublich wichtig jetzt hier das zu halten. Ja, Jalen Henderson versucht es wieder selbst. Jetzt bin ich gespannt. Wer will mehr? Helping the runner durch die Offense Nummer 50. Diese Strafe ist offensichtlich abgelehnt. Das Ergebnis des Spielzugs. Erster Versuch, Braunschweig. Stehen noch alle, also der Shift ist schon mal erstmal illegal. Es gibt nochmal einen Pitch auf Heiko Barth und das ist der Touchdown. Ganz neutral, also mir. Weil es wieder Motion Keeper vom Dice. So, ja, Donovan will jetzt selber und das dürfte gereicht haben. Das ist der Touchdown. Kein Running Back im Backfield. Snap, dann auf Henderson, der schaut nach links und nach rechts. Scrambled in der Pocket, findet gut. Einmal oh, ja. Brandbury für den Touchdown Rolls. Die Anzeige auf dem Bildschirm ist falsch. Wir spielen den vierten Versuch und haben ewig zu gehen. Das ist incomplete. Wir haben es verloren dort. Aber wir sind uns einig. Also es hätte wirklich. Ach, hier sind schon wieder. Da ist die Interception, aber hier fliegen drei Flaggen. Da fliegt nochmal ein. Jo, am Ende war es halbwegs deutlich, beziehungsweise es war schon ein deutliches Ergebnis, aber wenn man Potsdam-Ergebnisse gewöhnt ist, dann war es halt doch wieder nicht so deutlich, ne? Moment mal, wenn man Potsdam-Ergebnisse gewohnt ist. Ich glaube, gewohnt ist richtig in dem Fall. So oder so, Potsdam gewonnen, Potsdam auch verdient gewonnen, müssen wir nicht drüber reden, es ist keine Überraschung passiert, die Potsdam Reds stehen im GFL Bowl. So. Wenn wir über Braunschweig jetzt reden, über die gesamte Saison betrachtet, ist es, glaube ich, ein positives Endergebnis. Ins Halbfinale gekommen gegen den klaren Favoriten der Saison, auch das Team, was als klarer Favorit in den GFL Bowl einzieht und nicht abgeschossen worden. Das ist schon mal ganz positiv. Man kann sich natürlich am Ende drüber ärgern und sagen, oh, unsere Defense hat so gut gespielt und in der zweiten Halbzeit haben wir mit unserem Quarterback-Run-Game so halbwegs reingefunden und am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Am Ende ist es trotzdem 25-6. Falls ihr euch wundert, am Ende vom Spiel war das da unten falsch eingeblendet, deswegen 25-6 auf jeden Fall das richtige Endergebnis. Und es hat trotzdem nicht gereicht und wir konnten trotzdem nicht das Spiel gewinnen und wir konnten es nicht ganz knapp halten am Ende. Ich verstehe das irgendwo, dass man sich darüber aufregt, aber ich sag mal so, mit dem Passing-Game überhaupt so weit gekommen zu sein und so gut im Spiel drin gewesen zu sein, ist schon eine sehr beeindruckende Leistung von den restlichen Parts des Teams. Ich will jetzt nicht sagen, oh, die Receiver und der Quarterback und da, die sind schon einfach, das Passing-Game hat nicht hingehauen. Und es ist jetzt nicht mal so, dass ich sage, oh, fürs Halbfinale war das Passing-Game nicht gut genug, sondern einfach generell über die ganze Saison betrachtet, war es, wenn nicht eins der schlechtesten, dann auf jeden Fall eins der inkonstantesten Passing Games der Liga. So, und deswegen, es ist am Ende ein Erfolg, dass hier ein Tyrell Bevel mit 5,5 Yards per Carry rausgeht, dass ein Donovan Isom, ja gut, mit bisschen über 1 Yard per Carry, aber mit dem Rushing Touchdown rausgeht auf jeden Fall. Es ist in Ordnung. Über die Defense müssen wir nicht reden. Grandioses Spiel gemacht, grandiose Saison gespielt. Aber ja, Passing Game ist halt einfach nicht gut genug. Ich habe mir aufgeschrieben, die D-Line mit einem Plus. Früh im Spiel hat Jalen Henderson zum Beispiel wieder ein paar Quarterback-Hits einstecken müssen, was, glaube ich, der Weg ist, um die Offense ein bisschen aus dem, ja, keine Ahnung, aus dem Gleichgewicht zu bringen und vielleicht auch die innere Uhr von Jalen Henderson ein bisschen zu beschleunigen. Klappt halt nicht gut, ne, weil ich sag mal so, der hat halt bei Boise gespielt, ne, das ist
auch von der Bühne her nochmal ein bisschen was anderes. Der wird da schon ganz entspannt sein, selbst wenn er das ein oder andere Mal gehittet wird. Trotzdem gut. In so einem Spiel, wo du sowieso als klarer Underdog rangehst und wo du eventuell defensiv das Spiel gewinnen kannst oder wo du nur defensiv das Spiel gewinnen kannst, sind dann offensiv so eine Procedural Penalties, wie man immer sagt, also Sachen, die dann vorm Snap passieren, so ein Delay of Game zum Beispiel oder ein False Start auch oder 12 Mann im Huddle und so ein Zeug, das darf nicht passieren. Das sind Sachen, die zu einfach vermeidbar sind und die dann am Ende den Unterschied machen können in so einem Spiel. Selbst wenn du einen perfekten Tag erwischt und dadurch das Spiel irgendwie knapp hältst, wenn du dann wegen solcher Penalties verlierst, das wäre halt wirklich super frustrierend. Und hier zum Beispiel im zweiten Drive kriegst du beim ersten Play vom zweiten Drive kriegst du ein Delay of Game. Und das darf nicht passieren. Und erst recht nicht, wenn du nicht jetzt, keine Ahnung, in Michigan spielst und 100.000 Michigan-Fans dich anbrüllen die ganze Zeit, dann ist es nochmal was anderes so. Aber wenn du, ohne jetzt wem zu nahe treten zu wollen, aber in Potsdam spielst, was jetzt auch nicht zwangsläufig die lauteste Crowd ist in Deutschland, so, come on, das darf wirklich nicht passieren. Ich verstehe offensiv auch nicht, warum sie die ganze Saison mit Donovan Isom drauf bestanden haben, diese Rollouts bzw. diese Half-Rollouts oder Hawaiian-Rollouts nennt man es auch manchmal zu spielen. Warum? Ich verstehe den Sinn nicht, den Launchpoint zu bewegen mit Donovan Isom. Das ist nicht das, was er gut macht. Also das finde ich ein bisschen schade, dass man da so drauf versessen war. Kann aber auch sein, dass es einfach Gründe hatte, die ich nicht sehe. Ja. Über weite Teile des Spiels einfach null gefährliche Offense, dass selbst auf der anderen Seite nicht wirklich Panik aufkommen konnte. So, Potsdam wurde häufiger gestoppt, als sie es logischerweise gewohnt sind aus der Saison. Aber trotzdem waren die höchstwahrscheinlich die ganze Zeit nicht irgendwie so ängstlich oder oh mein Gott, jetzt müssen wir aber langsam scoren, ansonsten kommt Braunschweig, weil Braunschweig nicht gekommen ist. Da war einfach keine Gefahr drin. Perimeter-Tackling hat mir nicht so gut gefallen. Das ist der einzige Punkt, wo ich defensiv sage, okay, da könnte man vielleicht ein bisschen, oder das war in dem Spiel nicht gut. Ich will nicht sagen, da könnte man dran arbeiten, weil es über die Saison kein konstantes Problem war, aber was auch immer. Und die Run-Offense im vierten Viertel ist dann stark gewesen. Aber auch da, wenn man sich anguckt, dass dann der vorletzte Braunschweig-Drive, ne, der ging über 7 Minuten lang. So, und am Ende ist es ein Turnover on Downs. Das heißt, du hast einen Drive, wo du zurückliegst, wo du eigentlich schnell scoren musst, wo du weißt, okay, wir können keine schnelle Offense spielen, wir können keine Big Play Offense haben heute, wir müssen unseren langsamen Shit durchziehen. Dann machen die das und dann scorest du am Ende trotzdem nicht. Wegen einem Personal Foul Penalty, der dich dann wieder 15 Yards von der Goal Line zurückpusht. So, das ist wieder so ein Procedural Penalty, das darf nicht passieren. Aber ja, insgesamt trotzdem, glaube ich, eine gute Saison. Gerade wenn man sich hier Potsdams Drive-Chart anguckt, ne? Es ist Punt, dann Touchdown, noch ein Touchdown, Punt, Touchdown, Turnover on Downs. Weiß ich nicht, was hier steht, UNK, aber das war, glaube ich, nur der Kickoff. Touchdown, Touchdown und dann hinten raus wieder Punt, Punt, Ende vom Spiel. Also so oft Potsdam punten zu sehen, gibt's eigentlich nicht. Dann noch einmal Turnover on Downs, also die Defense hatte Potsdam auf jeden Fall da, wo du sie haben willst, aber die Offense hat dann halt am Ende nicht genug liefern können. Auf der anderen Seite bei Potsdam, O-Line wieder mit ein bisschen Problemen, aber es ist halt eventuell die beste Defense der Liga, gegen die sie spielen. Trotzdem vielleicht so ein kleines bisschen Hoffnung für nächste Woche, aus einer neutralen Sicht für ein spannendes Spiel, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Pass Rush fand ich gut. Ich habe mir in Klammern aufgeschrieben, aber auch einfach. Ich weiß nicht genau, was ich damit meinte, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Der Rasen war tot. Und das ist ein bisschen schade wirklich auch für den Sport. Es hat geregnet, was Naturrasen dann logischerweise noch mal ein bisschen matschiger macht und leichter aufreißen und ausrutschen und alles. Aber da meinten die Kommentatoren auch, und gestern hatten hier anscheinend die Fußballerin von Turbine Potsdam. Und ich habe gedacht, die sagen wenigstens noch ein Spiel oder so. Und dann sagen sie, trainiert. Das ist schade, wenn du wirklich so das Maß der Dinge, das beste deutsche Footballteam hast, die dann einen schlechten Rasen haben fürs Halbfinale, weil am Tag vorher die Fußballerin von Turbine Potsdam da trainiert haben auf dem Feld. Das ist halt wirklich echt ein bisschen ein Hieb ins Gesicht von Footballfans, weil ohne jetzt auch hier wieder den Fußballerinnen von Turbine Potsdam zu nahe treten zu wollen, die bestimmt einen super Job machen, aber come on, Training. Also ja, Fußball ist immer noch King in Deutschland, aber was auch immer.
Ich habe mir Quarterback-Run-Game wieder ausgepackt aufgeschrieben. Das haben sie in der Saison schon mal rausgeholt gegen Dresden, weil sie ein bisschen on the heels waren und das gebraucht haben. Und dann war es einfach wieder weg, so nach dem Motto, wir brauchen es nicht, warum rausholen? In dem Spiel wurde es wieder ein kleines bisschen rausgeholt, aber noch nicht ansatzweise so doll wie gegen Dresden. Und noch nicht ansatzweise so doll, wie ich tatsächlich im GFL-Bowl damit rechne. Und das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe zu dem Spiel, hat nicht wirklich was mit dem Spiel oder den Teams zu tun, aber die Kamera ist bodenlos. Und das ist auch was, wo ich als GFL, als German Football League sehr, sehr, sehr genervt von wäre. Die Teams sind ja zurzeit immer noch selber dafür verantwortlich, das zu machen und so. Und wir sehen ganz, ganz unterschiedliche Standards. Bei dem anderen Spiel, über das wir gleich reden, zum Beispiel, ist es super, wirklich unglaublich, was die für eine Übertragung haben. Und das hier für die Qualität, die im Team steckt und für die Qualität des Footballs, der gespielt wird, die Übertragung dann fatal. Die Kommentatoren haben damit nichts zu tun. Ich gehe jetzt hier nicht die Kommentatoren an. Aber wer auch immer die Kamera gemacht hat, ich weiß nicht, ob das eventuell eine ferngesteuerte Kamera ist oder nicht, aber es waren so viele Momente im Spiel, wo du einfach nicht siehst, was passiert, weil die Kamera nicht schwenkt. Es ist ein weiter Wurf und der Ball ist, ihr habt es in den Highlights gesehen, ist ein weiter Wurf und die Kamera, oh, und dann ist schon alles durch. Das kann nicht sein, Mann. Das ist super schade. Gerade, wie gesagt, für das beste deutsche Footballteam, zumindest in der GFL, und dann im Halbfinale und dann siehst du die Hälfte der wichtigen Sachen nicht, die passiert. So, come on. Nächstes Spiel, Hildesheim Invaders gegen die Dresden Monarchs. Dadurch, dass das zwei Nordteams waren, hatten wir das Spiel logischerweise auch schon in der Saison. Und das war jetzt hier das nächste kleine Rematch. Dresden hat das Viertelfinale relativ souverän gewonnen und Hildesheim am Ende relativ knapp. Allerdings auch der einzige wirkliche Underdog, der im Viertelfinale gewonnen hat. Oder für manche Leute zumindest Underdog, für die Mehrheit vermutlich Underdog, gegen Schwäbisch Hall. Das heißt, das hier versprach auch ein spannendes Spiel zu werden und das ist passiert. Nächster Snap, kurzer Pass raus auf Smalling, der geht jetzt davon, hat das First Down, hat viel Platz. Da ist jetzt noch einer, der Verteidiger ist ja schneller. Nein, er ist nicht schneller. Ricky Smalling kommt in die Endzone. Touchdown Monarchs. Ein 57-Yard-Pass von Brock Dobbin auf Ricky Smalling. Jordan Grant, der steht nämlich im Backfield. Hat jetzt den Ball, geht über die rechte Seite und kommt in die Endzone. Ein Yard-Lauf von Jordan Grant. Touchdown Invaders. So, das steht soweit. Kick ist unterwegs. Sieht ein bisschen nach links aus. Nee, ist gut. 47-Yard-Field-Goal. Florian Ficke, die Monarchs führen wieder. Dommel mit dem Ball an. Nein, mit dem Ball gibt es immer an Ricky Smalling. Und er kämpft sich Richtung Endzone. Der kommt in die Endzone. Wahnsinnsarbeit von Ricky Smalling. Touchdown Monarchs. Ein 22-Yard-Pass von Brock Dommel. Die ist bei 0, aber wird nicht abgepfiffen. Und da kommt auch noch Bock und wird gefallen. McDougal hat den Ball. Jawohl, wird nicht nur gesackt, sondern fummelt den Ball. Sogar 48,5. Mal gucken, wo er steht dann, der Ball. Ja, hast recht. Aber der Kick ist ja das, worauf es ankommt. Nee, nicht gut. Pistol-Formation für Nelson Hughes. Rayshon Mills, der Running Back. Und es gibt den Pitch raus auf Mills. Der ist im Backfield, der ist getackelt. Turnover und down. Oh, Fehler beim Snap und da ist es. Kriegt er den noch weg? Nein, den kriegt er nicht mehr weg, den Ball. An der 15-Yard-Linie gibt es den Pass über die rechte Seite in Richtung Ricky Smalling. Er fängt unter Bedrängnis zum Touchdown. 15-Yard-Pass von Brock Dobbin auf Ricky Smalling und die Monarchs bestrafen den Fehler der Invaders sofort. Snap. Da kommt wieder der Druck und er ist der Sack. Und wieder ist es nicht nur ein Turnover und Downs, sondern noch Raumverlust. Snap kommt, der holt, steht, Kick ist unterwegs und diesmal ist er gut. 27 Yard Field Goal. Die Monarchs bauen die Führung aus. Der Snap. Hughes, da gibt es den Pitch raus und da verliert Rashad Mills den Ball. Fumble und die Monarchs, Logan Mobilini, die erobern ihn. Fumble von Nelson Hughes. Mills hatte ja nie Kontrolle über den Ball. Da gibt es erstmal den schönen Lauf. Fumble! Den nächsten Fumble. Nico Barrow verliert den Ball. Hildesheim ist wieder am Angriffsrecht. Hughes mit dem Ball. Diesmal hat er Zeit. Rechte Seite der Ball. Und er ist intercepted. Der ist intercepted und wird retourniert. Und wer macht es? Lukas Marcello. Backfield. Nelson Hughes hat den Ball. Schaut auf die linke Seite. Wirft über links. Ball ist vollständig und da ist der Touchdown.
am Ende doch relativ oder schon für ein Halbfinale sehr deutliches Ergebnis zugunsten der Dresden Monarchs. Die letzten 6 Punkte für Hildesheim kamen dann nochmal relativ spät. Auch wenn es ein guter Drive war mit 2 Big Plays nochmal von Peter Solf, einmal der Touchdown und dann einmal vorher ein relativ oder sehr weiter Catch rechts an der Sideline, den er stark gemacht hat, wo er seine Größe nochmal komplett ausgespielt hat. Das sind immer die Momente, wo ich so denke, ach fuck, ich bin 1,73. Ich kann nie so ein Play machen. Aber egal. Das war auf jeden Fall dann nochmal ein guter Drive und nochmal schön mit einem positiven Gefühl vielleicht so ein bisschen rauszugehen aus dem Halbfinale. Am Ende verloren, aber ähnlich wie ich das schon letzte Woche angesprochen habe bei dem einen oder anderen Spiel. Ich glaube, manchmal ist es ganz gut, wenn du so aus einer Saison rausgehst und schon relativ sicher sagen kannst, okay, der Gegner war das bessere Team und wir haben uns nichts vorzuwerfen. Klar haben wir nicht unseren besten Football gespielt, so, aber am Ende des Tages Aufsteiger ins Halbfinale gekommen, nicht komplett eine Klatsche gekriegt im Halbfinale oder so. Also es sah auf jeden Fall aus wie ein Team, was ins Halbfinale gehört. Und dann tut das, glaube ich, weniger weh, als wenn du jetzt ein Spiel irgendwie mit einem Pick-Six in letzter Sekunde oder mit einem Field-Goal in letzter Sekunde verlierst oder sowas. Beim Hinspiel sozusagen, also beim Regular-Season-Spiel zwischen den beiden, habe ich mehrfach, glaube ich, betont, dass ich glaube, dass für dieses Level an Gegnern Hildesheim noch nicht ganz bereit war dieses Jahr, gerade in den Trenches, also O-Line, D-Line, dass man da einfach nochmal den Qualitätsunterschied gesehen hat. Quarterback, Running Back, Receiver, Defensive Backs inzwischen auch gerade zum Ende der Saison und auch in dem Spiel wieder Hildesheim, da können die ganz vorne mitspielen, aber O-Line, D-Line war dann im Hinspiel zumindest noch so ein bisschen wackelig. Ich habe es mir in dem Spiel auch wieder aufgeschrieben. Nicht ready war der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Was überhaupt nicht schlimm ist. So, das ist vermutlich mehr, als man erwartet, mehr, als man eingeplant hatte für Jahr 1. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen für das nächste Jahr und für die nächsten Saisons. Was in dem Spiel ein bisschen der Unterschied war, ich fand, die D-Line von Hildesheim hat einen guten Job gemacht. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, wir waren dominant und am Ende, wenn man sich das Rushing Game anguckt, kommt Nico Barrow auch wieder mit über 6 Yards per Carry raus, ne? Aber es war trotzdem nicht schlecht. Also du wurdest nicht so überfahren wie im Hinspiel. Auf der anderen Seite die O-Line allerdings schon. Dresden kommt hier raus mit 7 Sacks am Ende. 6 davon waren wirklich richtige Sacks und bei einem davon ist Nelson Hughes einfach weggerutscht, als er einmal eigentlich richtig gute Protection hatte. Das ist dann wieder typisch für so ein Spiel, ne? Du hast den ganzen Tag irgendwie Pressure und dann hast du einmal gute Protection und dann wollte er sich in der Pocket bewegen und rutscht weg und fällt auf den Knie. Und dadurch, dass wir mit den blöden College-Regeln spielen, musst du nicht down by contact sein, sondern bist einfach down, wenn du down bist. Deswegen ist es dann ein Team-Sack, so wie es gewertet wird. Der wird niemandem per se jetzt zugeschrieben, niemandem, der irgendwie am nächsten dran ist oder sowas, sondern es ist ein Team-Sack. Und mit dem insgesamt 7 Sacks für Dresden. Und das war auch, ja, das große Ding in dem Spiel, dass die Dresden-D-Line einfach zu gut war für die O-Line von Hildesheim. Und dass Hildesheim auch sich vorher dessen schon bewusst war, hat man, glaube ich, relativ deutlich gemerkt. Die sind von ihrem offensiven Identity ein bisschen weggekommen in dem Spiel, wo ich halt sehr das Gefühl hatte, man merkt, dass sie versuchen, drumherum zu planen, dass die Protection nicht da sein wird. Das heißt, weniger Standard-Dropback-Passing-Game, weniger Play-Action-Passing-Game, sondern dann mehr wieder versuchen, den Launch-Point zu bewegen, was ich bei Braunschweig schon angesprochen hatte und sowas. Mehr versuchen, über Screens reinzukommen und sowas, wo du halt nicht wirklich die Protection brauchst, wo du dir vielleicht sogar ein bisschen zunutze machst, dass die gegnerische D-Line in einem sehr aggressiven Pass-Rush-Modus ist und so weiter. Aber auch das hat nicht so gut funktioniert. Ein paar Sachen waren auch meiner Meinung nach ein bisschen zu offensichtlich bei einem 4. Down. Wenn du dann wieder mit der Speed-Option kommst, was über die ganze Saison schon immer so ein bisschen dein Bread-and-Butter-Play war, dafür ist Dresden zu gut gecoacht. Die waren all over that. So, da waren 3 Leute, die das Play hätten machen können bei den Speed-Options. Also, das war ein bisschen schade, dass man da nicht, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Hildesheim-Football gespielt hat. Ich verstehe, dass ich gerade sage, oh, die haben das gemacht, was sie die ganze Saison gemacht haben. Und auf der anderen Seite sage ich, oh, die sind weggekommen von ihrer Identity. Aber das sind jetzt vielleicht 2 verschiedene Sachen. Das eine war nur in diesen wichtigen Situationen und das andere war in den Neutral Downs, ne? Also First Down, Second Down und Medium, sowas. Hughes Run Game war am Anfang wieder ein Faktor. Hinten raus hat sich da Dresden dann aber auch ziemlich gut drauf eingestellt.
Und ja, Pursuit-Winkel haben mir defensiv bei manchen Plays nicht so ganz gefallen. Zum Beispiel bei dem ersten Ricky Smalling-Touchdown müsste es gewesen sein, bei dem Screen. Da waren zwei Leute mindestens, die das Play hätten machen müssen, die aber einen falschen Winkel genommen haben. Vielleicht auch, weil Ricky Smalling nicht so schnell aussieht, wie er am Ende tatsächlich ist. Das ist manchmal gefährlicher als Leute, die genauso schnell aussehen, wie sie wirklich sind. Wenn jemand ein bisschen langsamer aussieht, vielleicht weil er sehr große Schritte macht oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, den richtigen Winkel zu nehmen. Weil du denkst, okay, ich nehme ein bisschen spitzeren Winkel und dann bin ich da und auf einmal merkst du, oh shit, der rennt mir voll weg. Und dann musst du mit so einem Bogen deinen Winkel anpassen, das ist nie das, was du haben willst. Bei Dresden habe ich mir aufgeschrieben, die hatten teilweise ein bisschen Glück. Die hatten einen Fumble zum Beispiel im ersten Drive direkt von Dorman, der recovered wurde von der O-Line. Das könnte ansonsten mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Smalling ist eine absolute Maschine, nicht nur für Screens, sondern generell. Angle Destroyer habe ich mir aufgeschrieben, das ist halt mehr oder weniger der gleiche Punkt, den ich eben gemacht habe, bloß jetzt als Positives. Die D-Line kriegt einen Doppelplus, Lamont McDougal kriegt einen Doppelplus, Jonas Schultes hat 3 Sacks am Ende in dem Spiel. Das ist sehr, 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 sehr stark. Ich glaube eher 3, Jonas Schultes 3, Lamont McDougal 2, Logan Mobellini hat einen und dann der Team-Sack noch oben drauf. Logan Mobellini habe ich mir auch mit einem Doppelplus aufgeschrieben, nicht nur wegen des Sacks. Und der Fumble Recovery sah einfach generell. Und die O-Line kriegt ein Plus. Nicht erst irgendwie ein Doppelplus, wie gesagt, die haben das Spiel nicht dominiert, aber Pass Protection war da, Run Blocking war gut, O-Line auf jeden Fall ein Plus. Ist ja sowieso eine der besseren, eine der besten 10 Offensive Lines in der Liga. So, das heißt, Dresden hat das Spiel am Ende verdient gewonnen, gut ausgesehen. Brock Dorman hat durchgespielt. Ich wusste nicht, ob hier eventuell auch wieder Carey Lyles reinkommt irgendwann. Time of Possession stimmt auch nicht ganz so, wie es hier aufgeführt ist, weil da ein, zwei Mal ein bisschen was verrutscht ist beim Aufschreiben. Hier steht 28 Minuten für Hildesheim und 19 oder knapp 20 Minuten für die Dresden Monarchs. Wie gesagt, stimmt nicht so ganz. Das, was am Ende sehr, sehr, sehr entscheidend ist, sind auf der einen Seite natürlich die Turnover. Nelson Hughes wird gecredited mit 3 Turnovern. Eins davon, wenn man ehrlich ist, ist das Turnover von Rashawn Mills bei dem Pitch, weil der trifft ihn auf den Händen und der kriegt den Ball geführt vorne auf die Hände, weil er irgendwie die Hände zu schnell zumacht oder sowas. Also da kann Nelson Hughes nichts dafür, aber weil er quasi der ist, der die Possession nach hinten verloren hat, weil er den gepitcht hat, ne, und danach hatte ihn niemand mehr in Besitz, ist es offiziell sein Fumble. Also er hatte 2 Fumbles, oder ein Fumble, eine Interception, und dann der andere Fumble von theoretisch ihm, aber eigentlich Rashawn Mills. Das ist der Unterschied. Und dann hat Hildesheim 7 vierte Downs ausgespielt. Ich glaube, da ist der verhauene Punt mit eingerechnet. Das heißt theoretisch 6. Aber die haben nur 2 davon hingekriegt, ne? Und 2 von 7 Fourth Downs ist halt theoretisch 5-mal ein Turnover und Downs. Plus dann die 3 Turnover, die 3 richtigen Turnover dazu. Das ist halt definitiv zu viel für so ein Team wie Dresden. Auf der anderen Seite, Defense von Hildesheim, noch mal ein kleines bisschen Hut ab, auch an Edelman, den Adelmann? Oh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er Army ist oder nicht. Was auch immer. Auf jeden Fall an den Defensive Coordinator, weil Third Down Efficiency ist auch nur 2 von 7 bei Dresden. Theoretisch nicht das, was du sehen willst. Am Ende, ich bleib dabei, gute Saison für die Hildesheim Invaders. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nächstes Jahr nicht in diese ein bisschen Falle tappen. Ich glaube, das zweite Jahr ist häufig schwierig für so Teams, gerade wenn die im ersten Jahr sehr, sehr gut ausgesehen haben. Das heißt, da muss man vielleicht aufpassen, dass man jetzt nicht zu schläfrig wird, sich zu sehr darauf ausruht, wie viel Erfolg man im ersten Jahr hatte, sondern dass man weiß, dass man jetzt von einem Jäger das ganze Jahr zu einem Gejagten wird nächstes Jahr. Selbst wenn man natürlich diese Big Three immer noch vor sich hat im Norden. Und ich bin mir sicher, dass Braunschweig auch sich verbessern wird und so weiter. Aber ja, trotzdem sehr, sehr gelungene Saison. Auf der anderen Seite Dresden ist in Form für den GFL Bowl. Genau, das ist das Letzte, worüber wir noch reden, der GFL Bowl. In 2 Wochen am Samstag, dem 12. müsste das sein, 12.10. in Essen. Ticketverkäufe müssten freigeschaltet sein. Das heißt, wenn ihr da hingehen wollt, geht sehr, sehr gerne hin. Wird bestimmt eine coole Stimmung und sollte ein relativ cooles Spiel werden. Wir hatten das Duell in der Regular Season schon mal zwischen Dresden und Potsdam. Ist irgendwann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen pro Potsdam. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal, da sollte ich jetzt vielleicht die Woche dazu sagen, aber die Woche weiß ich nicht mehr, sorry. Wenn ihr wollt, könnt ihr ansonsten nochmal in meinen Spieltagsrückblick von damals gucken, könnt euch da nochmal die Highlights angucken und was ich dazu gesagt habe. Es war in Woche 8, genau, war in Woche 8, als sie gegen die gespielt haben. In Woche 8 hatte Dresden erst 4 Spiele. Damn.
Krass. Ja, aber genau, das könnt ihr euch nochmal angucken. Am Ende ist Potsdam auf jeden Fall der Favorit, so, da müssen wir uns nichts vormachen. Ihr seht vermutlich unten die ganze Zeit die Grafik eingeblendet. Ich tippe auch auf Potsdam, so, ich denke, Potsdam macht das. Ich glaube, die sind einfach wirklich zu gut, ein Level zu weit über den anderen Teams. Das, was uns als neutralen Fans und Dresden-Fans ein bisschen Hoffnung geben sollte, ist, dass vermutlich die allermeisten Fans im Stadion pro Dresden sein werden. So, selbst die neutralen Fans sind vermutlich eher für den Underdog und die meisten neutralen Fans nervt vermutlich, dass Potsdam so viel besser ist als viele andere, als eigentlich alle anderen. So, deswegen werden die meisten neutralen Fans Richtung Dresden, ja, leanen und vermutlich werden viel, viel mehr Dresden als Potsdam-Fans mitkommen. Das heißt, es wird lauter sein, wenn die Dresden-Defense auf dem Feld ist, als wenn die Potsdam-Defense auf dem Feld ist. Das ist das Erste, was so ein kleiner Vorteil sein könnte. Das andere ist, ich will jetzt nicht zwangsläufig sagen, Braunschweig hat ein Rezept aufgezeigt, wie man defensiv gegen Potsdam spielen kann, weil um das durchführen zu können, brauchst du halt auch einfach die individuelle Klasse, die Braunschweig in der Defense hat. Aber wenn ein Team diese individuelle Klasse defensiv hat, dann ist es Dresden. So, und wenn die, sag ich mal, eventuell ähnlich wie Braunschweig spielen können, wenn die Potsdam bei 25 Punkten halten können, dann besteht da auf jeden Fall Hoffnung, dass du offensiv mehr Punkte machen kannst. Das, was ganz, ganz wichtig sein wird, ist erstens, dass das Rushing Game funktioniert. Nico Barrow spielt eine sehr, sehr gute Saison. Der muss funktionieren in dem Spiel. Und zweitens, keine Turnover. Wenn das Spiel even ausgeht, ist der Vorteil meiner Meinung nach schon relativ deutlich bei Potsdam. Du müsstest vermutlich plus 1, eventuell plus 2 Turnover-Differential haben, um dieses Spiel gewinnen zu können. Wenn du ins Minus rutscht, sage ich, keine Chance, dass du das Spiel gewinnst. Also offensiv darfst du keine Turnover haben. Defensiv wäre es cool, wenn man welche created. Was defensiv aber vielleicht sogar noch wichtiger ist, was manchmal ein bisschen unterschätzt wird, was jetzt auch in dem Braunschweig-Spiel ein Faktor war, Two-Point-Conversions. Wenn Dresden die Two-Point-Conversions aufhalten kann von Potsdam, dann können sie das Spiel vielleicht einen Ticken länger eng halten. Und wenn es im vierten Viertel eng ist, dann kann alles passieren. Ich bin auch ein bisschen für den Underdog. Gleichzeitig halt auch, weil, klar, Potsdam auch cool zu mir, haben mich eingeladen zu einem Spiel und sowas. Aber Dresden, die haben die Namensdatenbank, die haben super Übertragungen und so weiter. Das macht mir den Job immer deutlich einfacher. Ich glaube, ich bin für Dresden. Ich würde mich freuen, wenn Dresden gewinnt, auch wegen dieser Underdog-Sache und weil es ein bisschen Spannung in die Liga bringen würde. Weil ansonsten, wenn Potsdam jetzt gewinnt, ist es so ein kleines bisschen am Ende so ein cool, hat man von Woche 1 gewusst. Deswegen. Aber vor allem anderen hoffe ich natürlich auf ein spannendes Spiel. Und ich habe ein kleines bisschen Hoffnung, dass wir das kriegen werden. Alright, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.